reden immer vom Gesetz des Alten Testamentes. Aber ich sage euch als Prophet, viele von diesen Gesetzen im Alten Testament gelten nicht mehr. Viele sind ja von Moses und weiterhin gegeben worden, sondern Jesus Christus ist ja der Gott, der hat im Vater, dem Heiligen Geist, zu Moses gesprochen, du sollst. Aber er hat diese Gesetze erfüllt und uns von vielen diesen Gesetzen befreit. Denn er war der, der ja die Gesetze gegeben hat, gesetzt hat. Ihr braucht euch nicht mehr beschneiden. Er beschneidet euch wieder. Dann steinigt euch wieder. Dann verbrennt wieder die Stiere und Ochsen auf dem Feuer. Dann macht das auch mit. Sabbat, Sonntag, Sabbat. Das interessiert doch Gott gar nicht. Hauptsache der siebte Tag, so sieben Tage hast du, oder, ja? Sechs Tage hast du Zeit für deine Aufgabe in der Welt. Aber der siebte Tag, da sollst du ruhen. Der gehört Gott. Nicht dem Fußball, nicht der Television. Das heißt nicht, dass du das nicht schauen darfst, aber zuerst kommt Gott. Was dir dann noch bleibt, es wäre ja eigentlich auch, viele Eltern wissen das nicht mehr. Der Sonntag ist auch für eine Familie, dass die Familie geeint, dass man sich wieder mal miteinander was tun kann. Gebt Acht, dass vieles nicht zu eurem Abgott wird. Du hast ja sehr viel sammelst von diesem Fußballlegende, also Legende respektive, einem Fußballspieler berühmten, einem Filmschauspieler einem berühmten, da sammelst du alles und Ding. Sammelst du auch darin etwas über Jesus, über Gott? Und warum studieren heute die Leute immer über das Alte Testament nach? Wir sind im Neuen Testament. Und wenn man sagt, der Papst hätte das und das gemacht, ja, ja, gut. Er hat dem Petrus gesagt, du bist Petrus, also er sagt immer, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösest, wird auch im Himmel gelöst sein, sofern es Gott wohlgefällig ist. Aber wenn natürlich der Papst seine Art verliert vor Gott, hat auch kein Recht mehr, dann wird Gott auch nicht auf ihn hören, was er bindet oder löst. Also heutzutage schon gar nicht mehr. Denn wenn der Heiland zu mir sagt, meine Kirche ist so eine Kloake geworden, der glaubt, dass der Heilige Geist aus einer Kloake heraus wirkt.